Jetzt geht es ja um das Diagramm zum Atomradius. Ihr habt hier eine Adresse angegeben, wo ihr Daten dazu findet. Das ist ein Wikipedia-Artikel. Ihr könnt euch natürlich ein bisschen umschauen, lesen, was dazu steht. Wobei das ist größtenteils wahrscheinlich ein bisschen zu kompliziert. Wichtig ist für uns hier nur diese Tabelle. Da sind drei Spalten drin mit Daten, Ordnungszahl, das Symbol und der Radius. Die Zahl 32 wird in 10 hoch minus 12 Metern angegeben. Hier sind noch ein paar Zusatzinformationen, die wir aber nicht unbedingt brauchen. So, wir markieren diese Tabelle. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht aus Versehen auf den Link klicken, der hier angegeben ist. Dazu gehe ich ein bisschen weiter oben drüber, markiere das Ganze, Steuerung C und gehe in die Tabelle, Steuerung V, füge das Ganze ein. So, diese Symbole hier, die wurden übernommen, ehrlich gesagt, ich weiß nicht so ganz, wie ich das wegbekomme, aber es stört auch eigentlich nicht. Die Symbole brauchen wir eigentlich nicht, wichtiger ist die Ordnungszahl und deshalb löschen wir diese Spalte, indem ich rechts draufklicke, also nachdem ich das Ganze markiert habe, rechts draufklicken, auf die Spaltenüberschrift und Spalte löschen anwählen. Wir zentrieren es noch. Sieht jetzt ein bisschen hübscher aus. So, jetzt soll das Ganze zu einem Diagramm gemacht werden oder ich will daraus ein Diagramm erstellen. Ich markiere beide Spalten und drücke auf meinen Diagramm-Werkzeugknopf. So, das Ganze sieht noch nicht so richtig optimal aus. Ich habe hier zwei Linien. Warum? Der Diagramm-Editor verwendet beide Zahlen, einmal 1 bis 20 und stellt die hier dar und eben die Zahlen vom Radius. Aber wir wollen ja ein Liniendiagramm haben erstmal, das ist das eine. Und dann gehen wir mal weiter. Zunächst mal Daten rein in Spalten, das stimmt. Erste Zeile ist die Beschriftung, Ordnungszahl, Radius. Und die erste Spalte ist eben auch eine Beschriftung. Das heißt, die Zahlen, die ich jetzt habe von 1 bis 20 für die Ordnungszahl hier, ist jetzt hier unten eingetragen. So, und dann ist das genau das, was ich will. Fertigstellen. So, und dann habe ich das Diagramm, was ich will. Das Diagramm zeigt mir, wie sich der Atomradius verändert. Und das ist also das dritte Diagrammbild, was ihr braucht. Kopiert das bitte ebenso auf ein Blatt, dass ihr das ausdruckt. Und wenn ihr diese drei Diagrammbilder habt, bearbeitet dann das Arbeitsblatt, was ihr euch herunterladen könnt, beantwortet die Fragen, die dort drin sind gestellt sind.